Hallo, ich heiße Fausto, bin 12 Jahre alt und lebe in Bebelama, im Bundesstaat Sinaloa in Mexiko. Und das hier ist mein Zuhause. Das ist mein Bruder Evas. Das hier mein Papa Pepki. Meine Mutter Noeli. Mein Großvater Evaristo. Und meine Großmutter Maria Eva. Das ist unser Wohnzimmer. Hier seht ihr das Foto von meinem Bruder und das hier ist meins. Morgens esse ich zum Frühstück Machaca. Das ist getrocknetes Rindfleisch. Das wird mit Tomaten und weißen und roten Zwiebeln gekocht. Guten Appetit. Jetzt gehe ich zu meinem Sprachkurs. Ich lerne unsere Sprache Yoreme. Am besten finde ich, dass mein Großvater der Lehrer ist. Am Donnerstag findet der Unterricht in der Dorfkirche statt. Hallo Kinder, wir lernen jetzt neue Wörter in unserer traditionellen Sprache, Yoreme. 4, 5. Später will ich mal Agraringenieur werden, weil ich Traktoren mag. Die fahre ich unheimlich gern. Ich mag sie in Schuss zu halten. Ich will gerne mal mit einem Traktor auf dem Feld arbeiten. Ich würde gerne Bohnen, Sorghum, Hirse und Mais anbauen. Jetzt ist die Schule aus und da verrate ich euch meine Leidenschaft. Erstmal hänge ich mir Schmetterlingskokons an die Beine. Schon als ich noch ganz klein war, habe ich den Rehbocktanz getanzt. Einen traditionellen Tanz aus unserer Heimat. Den tanze ich schon mein Leben lang. In unserer Yoreme-Kultur machen wir diesen Tanz, weil er für Leben und auch für Fruchtbarkeit der Erde steht. Das war's, Freunde. Fertig. Ich hoffe, euch hat mein Dorf und meine Kultur gefallen. Bis bald.